Meine Damen und Herren, wir befinden uns hier in Nordrhein-Westfalen, in Köln und können eigentlich mit jedem Passanten Gespräche führen wie diese, zum Beispiel über Süderbrarup. Das ist ein Hammer. Wie war es in Süderbrarup? Ja, Knorr. Kiki? Klasse. Wir haben eine Tendenz beobachtet, dass, bleibt auch nicht aus, dass immer mehr junge Leute große Begeisterung hegen für die schleswig-holsteinische Ostseeküste. Und Fehmarn ist natürlich toll für Leute, irgendwie, die so ein bisschen mal so ein Inselgefühl haben wollen oder so. Also Fehmarn ist ja schon inseliger. Also, Beantrage ich hiermit, dass das der zukünftige Marketing-Spruch wird. Fehmarn ist irgendwie inseliger. Herrlich. Komm an die Ostsee, das lockert deine Zunge und du kannst ein bisschen dich mit den anderen Leuten unterhalten. Wo auf der Welt kann man innerhalb von 3 Tagen für ein überschaubares Budget Brasilien, Kalifornien und Schönberg sehen? Ja. Ostsee. Super. Super. Im Strandkorb liegen, nach Pölle anrufen und sagen, weißt du, wo ich sitze? Und meine Füße baumeln in der Ostsee. Oh, herrlich, in Kalifornien. Lernt es selber kennen und fahrt hin. Schöner und poetischer hätte ich das auch nicht sagen können. Die Ostseeluft enthält viel Jod. Mhm. Wie heißt das auf Chemisch? Ja, Jod. Also, was bist du so für ein... Rhein. Die anderen standen da und waren am Frieren, angeblich. Ne? Ich sag, Kinder, das ist 25 Grad. Alles Rheinländer. Ja, du gehst an die Ostsee und Rhein. 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 Kostet ja auch Geld. Ja. Ne? Lanzarote fliegen, kannst du ein Ferienhaus verkaufen. An der Ostsee. Was? Ja, ein kleines. Du machst also nicht so Pauschalurlaube? Nee. Ferienhaus. Individualistisch. Genau. Bausteinprinzip. Ich bin einmal nach Skandinavien, hier nach Finnland gefahren. Das ist schon ewig Zeiten her. Und da habe ich mal eine Angel gekauft. Aber der Erfolg, der war so gleich null, muss ich sagen. Ja, so. Aber in die Ostsee. Den Strand genießen, ein bisschen im Meer baden. Bärbaden. Ja, Bärbaden. Ne? Den Bärbaden. Meine 3 Lieblingsorte an der Ostseeküste. Ja. Da fangen wir mal an mit Heiligenhafen. Mhm. Was bist du so für ein Ferientyp? Extremsportler, Disco-Gänger, nein. Schön ruhig. Wellness-Relaxer. Ja, das schon eher. So ein bisschen auch gerne. Strandliga. Auch, ja. So zwischen Strandliga und Wellness und so ein bisschen aktiv, aber auch ein bisschen Ruhe. Wo würdest du dich hinbieben? Ich glaube nach Nöhr. Ja, weil es einfach an der Ostsee so schön ist wie sonst nirgendwo. So.